Wir kommen zum ersten Vortrag für heute. Ich freue mich sehr, Herrn Dr. Peter Gasser zu begrüßen. Herr Gasser ist Psychiater und Psychotherapeut, niedergelassen in eigener Praxis in Solothurn in der Schweiz und ist seit den 80er Jahren mit der Therapie mit psychoaktiven Substanzen immer wieder in Verbindung stehend. Er ist seit 1996 Präsident der Schweizerischen Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie und hatte von 1988 bis 1993 eine Ausnahmegenehmigung für die Therapie mit psychoaktiven Substanzen, nämlich LSD und MDMA in der Schweiz. Zudem ist Herr Gasser nach über 30 Jahren erstmalig eine Genehmigung bekommen für die Therapie mit LSD. Ein Projekt, was er in den Jahren von 2008 bis 2011 durchgeführt hat, wo die Ergebnisse mittlerweile auch publiziert sind. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Vielen Dank für die Vorstellung meiner Person. Gut, alles prima. Vielleicht eine kleine Korrektur. Ich habe vorhin nachgerechnet, ich bin 56 und seit ich 28 bin, habe ich meine erste MDMA-Erfahrung gemacht, also mein halbes Leben ist gerade in diesem Jahr. Und was in der Vorstellung allerdings nicht gestimmt hat, ich hatte keine Sonderbewilligung von 88 bis 93, da war ich noch ein Assistenz- und Oberarzt und noch nicht in eigener Praxis tätig. Ich habe allerdings in dieser Zeit Therapie und Ausbildung gemacht. Okay, heute werde ich zu Ihnen über die Erforschung bewusstseinsverändernder Substanzen zu therapeutischen Zwecken sprechen. Ich habe auf dem Programm gesehen, dass ich fast als einziger Redner 50 Minuten Zeit bekommen habe. Habe ich zuerst gedacht, das ist vielleicht, weil ich so wichtig bin oder etwas Wichtiges zu sagen habe. Denkt man ja so, aber dann habe ich gedacht, vielleicht ist es auch einfach, weil ich Schweizer bin. Ich brauche ein bisschen länger, um meine Gedanken zu formulieren. Mein Freund Thorsten Passi aus Hannover würde es bestimmt in 15 Minuten machen können. Als ich den Vortrag vorbereitet habe, bin ich am Titel hängen geblieben, an diesem Wort Erforschung. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir den Titel selbst gewählt habe oder ob er mir zugeteilt wurde. Jedenfalls dachte ich dann, ja, das ist ein kleines Problem. Ich bin nämlich Psychotherapeut, ich bin Arzt, ich bin Psychiater, ich bin Psychotherapeut, das ist meine Identität. Und ich bezeichne mich selber eigentlich als Hobbyforscher. Und zwar in dem Sinne, dass ich erst vor 10 Jahren überhaupt zur Forschung gekommen bin. Und auch das, so halb freiwillig würde ich sagen. Und ich mache eigentlich meine Forschungsarbeit irgendwo zwischen Familie, Freizeit und Beruf, wo ich Geld verdiene, weil praktisch alles, was mit Forschung zu tun hat, unbezahlte Arbeit ist. Aber vielleicht prädestiniert es mich eben doch, mit Ihnen darüber zu sprechen, weil ich stellte mir so das Publikum vor. Ich dachte nicht, dass so viele Menschen kommen, als ich das vorbereitet habe. Das freut mich auch sehr, dass ich vor so vielen reden darf. Aber ich gehe davon aus, dass es vielleicht ein gemischtes Publikum ist, die sich diese Frage stellt. Ja, braucht es das überhaupt? Ist es wichtig, in einem Forschungsprojekt über Sicherheit und Wirksamkeit von LSD-Therapie zu forschen, wenn man das eigentlich auch wissen kann, wenn man einmal LSD genommen hat, dass es etwas Wirksames ist? Und ich möchte das ein bisschen mit Ihnen diskutieren, will Sie nicht allzu lange damit plagen. Aber ich möchte das ein bisschen polar darstellen. Ich denke, es gibt so die einen, die sind der Forschung, jedenfalls dieser Art von Forschung, wo es nicht um Selbsterforschung geht, sondern eben um die sogenannte objektive oder naturwissenschaftliche Forschung, durchaus kritisch. Sie stellen sich dieses Bild vor von dem Elefanten, wo da die blinden Forscher dran rumforschen und jeder sieht, weil er eben blind ist, hat er den Rüssel in der Hand oder der andere das Bein und der dritte den Schwanz. Und jeder beschreibt seinen Teil und glaubt, das ist der Elefant und keiner sieht den Ganzen. Das ist so die eine polare Position, denke ich, die man einnehmen kann. Und ich meine Esoterik jetzt in diesem Zusammenhang nicht abschätzig. Ich glaube, man kann mit guten Treuen auch diese Auffassung haben und man kann auch aus dem Inneren ein profundes Wissen schöpfen. Davon bin ich überzeugt.
Dann die andere Position, das sind die Fans der Objektivität. Da habe ich dieses Zitat von Adorno gefunden, das ich frech und provokativ finde. Ich lese einen Teil vor. Die Neigung zum Okkultismus ist ein Symptom der Rückbildung des Bewusstseins. Heute würden wir ja vielleicht eher Esoterik sagen. Okkultismus ist ein bisschen verschwunden. Wenn die objektive Realität den Lebendigen taub erscheint wie nie zuvor, so suchen sie ihr mit Abracadabra-Sinn zu entlocken. Wahllos wird er dem nächsten Schlechten zugemutet. Die Vernünftigkeit des Wirklichen, mit der es nicht mehr recht stimmt, durch hüpfende Tische und die Strahlen von Erdhaufen ersetzt. Und dann das Todesurteil. Okkultismus ist die Metaphysik der dummen Kerle. Der faule Zauber ist nicht anders als die faule Existenz, die er bestrahlt. Ziemlich frech, und man müsste dem Herrn Professor Adorno vielleicht auch sagen, dass wenn er die objektive Realität von Erdhaufen und Tischen zu glauben kennt, dass doch auch nicht so ganz sicher ist, ob es diese Objektivität überhaupt gibt. Die Integration dieser polaren Positionen habe ich denn, wie so oft, Quelle der Inspiration bei Albert Hofmann gefunden und durch ihn ein bisschen weiter noch bei Einstein. Dieses Zitat, das Foto ist Albert Hofmann mit 100 Jahren. Ich habe unlängst eine CD mit den Vorträgen Einsteins gehört. Er sagt wörtlich, ich habe mir den Satz gut gemerkt, das Schönste und Tiefste, was ein Mensch erfahren kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Wenn man in das Tiefste der materiellen Wirklichkeit vorstößt, wie es Einstein getan hat, stößt man unweigerlich auf das Wunder, auf das Geheimnisvolle. Weiter kommen wir nicht. Hier stoßen wir auf dasselbe Mysterium, das auch schon die Menschen in Eleusis erfahren haben. Ich finde das eine gute Aussicht. Es ist die Aussicht, dass wir neugierig sein können und forschen können, so viel wir wollen. Unser Wissen wird sich dabei mehren, aber am Ende werden wir doch beim Staunen enden. Und das finde ich irgendwie tröstlich. Der zweite Zitat geht in die gleiche Richtung. Das ist ein Foto von seinem 102. Geburtstag. Kurz danach ist er dann verstorben. Meine Weltanschauung stammt aus zwei Quellen. Die eine reicht weit zurück in die Kindheit. Es ist die kindliche Wahrnehmung der Natur, die der mystischen Schau gleichzusetzen ist. Die zweite Quelle meiner Weltsicht sind meine Kenntnisse als Naturwissenschaftler. Es ist eine weit verbreitete Meinung, das objektive materielle Weltbild der Naturwissenschaften und die mystisch-religiöse Welterfahrung würden sich widersprechen. Das Gegenteil ist wahr. Und zum Schluss noch, und dann werde ich diesen Exkurs beenden, noch etwas von Popper, wie sich der Erkenntnisfortschritt in der Wissenschaft vollzieht, nämlich durch das Prinzip von Versuch und Irrtum. Also man versucht etwas und es wird bestätigt oder eben nicht, und dann so geht die Erkenntnis weiter. Und er spricht hier von offenen Fragen. Auf offene Fragen geben wir versuchsweise eine Antwort und unterziehen diese einer strengen Prüfung. Und ich habe dann ein bisschen brainstormt und mir überlegt, welche offenen Fragen mich interessiert. Man übrigens die Präsentation, oder stehe ich Ihnen da unglücklich im Weg? Ist gut. Gut, also prima. Ja, offene Fragen, die uns oder mich interessieren könnten und es auch tun. Die Frage nach der Wirkung zum Beispiel. Woran erkennen wir die Wirkung dieser Erfahrungen, die vielleicht evident sind, aber wie lässt sich so etwas beschreiben, phänomenologisch? Haben wir eine Theorie dazu? Das finde ich eben ganz spannend. Was ist eigentlich die Wirksamkeit dieser Erfahrung? Ist es die spirituelle Erfahrung zum Beispiel? Da ist die... Es gibt eine Gruppe in Baltimore, die machen Psilocybin-Behandlungen, auch bei Patienten mit Krebs und Angst, dasselbe, was ich mit LSD gemacht habe. Die fokussieren sehr stark auf die Psilocybin-Erfahrung als spirituelle Erfahrung und dass das eigentlich so das Heilende oder das Gute daran ist. Und ich habe bei unserer Studie dieselben Fragebogen auch angewendet und gesehen, das sind längst nicht alle Patienten, die eine spirituelle Erfahrung machen. Und trotzdem haben diese am Ende und auch ein Jahr danach gesagt, dass diese Behandlung ihnen geholfen hat, dass sie wieder tun würden, dass sie sie ihren Freunden empfehlen würden. Also es scheint nicht nur die spirituelle Erfahrung, vielleicht auch, aber längst nicht nur das. Ja, welche Rolle spielt die Beziehung zum Beispiel? Ist es wichtig, das in einer engen therapeutischen Beziehung zu machen, eine solche Erfahrung? Braucht es das vielleicht gar nicht? Wirkt die Substanz auch so? Von sich aus.
Das ist auch nicht erforscht, fände ich auch interessant, so zu wissen, welche Rolle spiele ich als Therapeut, wie wichtig bin ich beim Outcome einer solchen Behandlung. Gibt es Gefahren? Natürlich gibt es Gefahren. Es gibt überall, wo etwas wirkt, gibt es auch Nebenwirkungen. Es gibt Gefahren beim Therapeut. Ich glaube, dass die Selbstüberschätzung oder Überhöhung eine therapeutische Gefahr ist. Da müssten wir auch noch mehr darüber verstehen und wissen, was ist gut, was ist nicht gut. Es gibt sicher auch Gefahren bei den Patienten. Ich glaube nicht, dass diese Substanzen für jeden Menschen in jeder Lebenssituation das Richtige sind. Aber, und jetzt geht es weiter, diese Forschung, die ich gemacht habe, das war kein Selbstzweck. Nur wegen der Frage der Sicherheit und Wirksamkeit hätte man wahrscheinlich dieses Projekt nicht gemacht, hätte ich auch die Energie dafür nicht aufgewendet. Es ging zum Beispiel um die Frage der legalen LSD-Behandlung. Also nach so vielen Jahren, eigentlich seit den 70er Jahren, war LSD ganz verboten. Dann gab es dieses kurze Fenster in der Schweiz von 5 Jahren, 88 bis 93. Ab 93 war auch in der Schweiz Schluss. Und wir haben dann in dieser Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie natürlich immer den Wunsch gehabt, wieder legale Behandlungen machen zu können. Und es war klar, dass dieser Weg unter anderem oder zuerst einmal sicher über die Forschung führen würde. Ein weiteres wichtiges Anliegen war die Entpolitisierung und Entpolarisierung von LSD, von der Therapie und überhaupt. Ich meine, dass die Substanzen verboten wurden in den 70er Jahren, das war keine wissenschaftliche und keine medizinische Entscheidung, das war eine gesellschaftspolitische. Das wissen Sie alle, muss ich nicht ausführen, die Hippie-Bewegung, die Anti-Vietnam-Bewegung wurde zur gesellschaftlichen Bedrohung. Und LSD war das Symbol für diese Bewegungen, mehr als ein Symbol, vielleicht als das Werkzeug. Und deswegen wurde LSD und allem und im Zuge davon auch weitere Substanzen verboten. Also wieder zurück aus der Politik in die Wissenschaft und Medizin, das war das Ziel. Und auch die Polarisierung, die sich dann mehr und mehr auftat. Die einen sprachen von Sakramenten und Entheogenen, von Substanzen, die den Himmel zeigen. Und die anderen sprachen von Teufelszeug. Und dazwischen gab es nicht sehr viel. Und das ist eines meiner Anliegen, das dazwischen wieder aufzufüllen. Das gibt ein dazwischen, da bin ich überzeugt. Und es ging eben um die Rückkehr von LSD in die Medizin. Und Albert Hofmann, als ich dann die Bewilligung erhielt, 2007, kam er in der Schweizer Tagesschau im Fernsehen. Und dann hat er dort gesagt, das sei die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches von ihm, was sozusagen der Segen war für meine Arbeit. Ja, bevor ich zu meiner Arbeit komme, die ich getan habe, ich sage, aber das stimmt natürlich auch nicht, es war uns, ich habe nicht alles alleine gemacht, wir waren ein Team, ich habe einfach die Behandlungen durchgeführt und auch die Bewilligung lief über meine Person, aber das ist ein Teamwork und zunehmend denke ich, wenn ich wieder eine Forschung machen werde und würde, dann müsste das Team noch ein bisschen größer sein, als es vor 10 Jahren war. Aber zuerst blicken wir zurück. Eigentlich begann alles hier, 1943. Albert Hofmann arbeitete, das war der Zweite Weltkrieg, er arbeitete in Basel bei Sandoz als Naturstoffchemiker, als Forscher von Mutterkorn, ein parasitischer Pilz, der auf Roggen wächst. Und er entwickelte dafür mehrere Medikamente, die zum Teil immer noch im Handel sind. Bromokriptin zum Beispiel, ein Medikament, das bei Parkinson eingesetzt wird. Oder auch Medikamente gegen Kopfschmerz oder um Metergin, Wehen zu stillen. Das sind alles Mutterkornabkömmlinge. Und dann gab es eben dieses LSD, das er schon 1938 isoliert hatte, aber 1943 eigentlich erst entdeckte, weil er sich zufällig im Labor damit irgendwie kontaminierte und es in den Mund bekam. Und dann auf dieser legendären Radtour da aus dem Labor nach Hause fuhr, halt im LSD-Rausch, damals sprach man ja von einem Rausch, nach Hause fuhr und das ist dann in die zumindest LSD-Geschichte eingegangen. Damit hat alles begonnen. Zuvor gab es im Prinzip nicht viel. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es diese Haschisch-Geschichten, vor allem in Frankreich, wo auch Ärzte sich für Haschisch interessierten, aber eigentlich war das mehr eine deskriptiv literarische Verarbeitung der Haschisch-Erfahrungen.
Es gab ein Buch über Meskalin von Kurt Behringer, einem Psychiatrieprofessor in Heidelberg. Aber auch bei diesem Buch, der Meskalinrausch, wird vor allem deskriptiv beschrieben, was da passiert. Aber die Vorstellung, ein Medikament entwickelt zu haben, das möglicherweise psychische Krankheiten lindern kann, das ist eigentlich erst mit LSD so ins Bewusstsein der westlichen Medizin gekommen. Sicher der westlichen Medizin, die sich für Schamanismus interessieren, wissen, dass das andernorts schon länger und sehr lange gemacht wurde. In der Folge hat man dann eben gesagt, ja, LSD könnte ein Medikament sein, um psychische Krankheiten zu lindern. In den 40er Jahren gab es noch nichts. Es gab keine Antidepressiva, es gab keine Benzodiazepine, es gab keine Neuroleptika. Es gab einzig ein paar sedierende Medikamente, um psychische Krankheiten zu verbessern. Also ich denke, die Hoffnungen waren auch sehr groß. Entsprechend setzte eine reiche und lang andauernde Forschung ein. Passy und Hinzen haben das in ihrem Buch zusammengefasst, so in Dekaden aufgeteilt. Und man kann sagen, von Mitte 40er Jahre bis in die 70er Jahre gab es mehrere tausend Forschungsarbeiten, die LSD beschrieben in irgendeinem Aspekt davon. Also die Substanz ist sehr, sehr gut erforscht. Die erste Arbeit überhaupt aus dem klinischen Forschungsbereich ist in der Schweiz gemacht worden, an der Psychiatrischen Uniklinik in Zürich von Stoll und Mitarbeitern. Und das war eigentlich eine Mischung aus Selbsterfahrungen vom Klinikpersonal. Also die Leute sind zur Arbeit gekommen, haben da Kaffee getrunken und danach haben sie LSD eingenommen. Und dann haben sie weitergearbeitet und ihre Erfahrungen gleichzeitig protokolliert, was aus heutiger Sicht doch ein bisschen merkwürdig erscheint. Und der andere Teil der Forschung war die Verabreichung von LSD an Klinikpatienten, hauptsächlich Schizophrene. Für die schizophrenen Patienten hat es nicht sehr viel gebracht. Deswegen hat man das dann auch bald wieder einmal verlassen, die Vorstellung, dass das eine Indikation sei von LSD. Und überhaupt bei dieser Arbeit fällt auf, es gab noch kein Bewusstsein dafür, dass der Rahmen wichtig sein könnte für die Erfahrung. Das kam eigentlich dann erst mit Timothy Leary und Ramdas und Ralf Metzner in diesem Buch über ein Handbuch nach Weisungen des tibetanischen Totenbuchs. Dort wird das mit Set und Setting beschrieben. Und von Setting sprechen wir heute sehr schnell, wenn es um die Substanzen geht. Und wir sagen ja, es braucht ein therapeutisches Setting, um diese Therapien durchzuführen. Man kann den Menschen ja das LSD nicht nach Hause geben und sagen, nehmen Sie es heute Abend ein. Also man kann vielleicht schon, aber das macht nicht viel Sinn. Das machen wir nicht. Also das ist erst, die Erstausgabe von diesem Büchlein ist Anfang der 60er Jahre. Also erst damals ist eigentlich das dann ins Bewusstsein gekommen, dass man, und mit Setting meint man natürlich, das wissen Sie bestens, alles, man die Umgebung, in der es stattfindet, die Musik, auch die Therapeutenpersonen oder die Person, das wird subsumiert unter Setting. Und das Set ist halt, was der Patient von innen dabei hat, seine Erwartungen, seine Struktur als Persönlichkeit, seine Hoffnungen, auch seine Schwächen und Krankheiten und was auch immer. Ja, ein kleiner Exkurs möchte ich noch über den Namen machen. Psycholytische Therapie. Der Name Psycholyse, psycholytische Therapie, psycholytische Psychotherapie wurde von einem englischen Psychiater Ronnie Sanderson geprägt. Aus einem Interview mit Ben Sessa, das ist auch ein Psychiater aus England, zitiere ich Ihnen, wie dieser Begriff entstanden ist. Professor Meyer Groß, das war ein deutscher Professor, der nach England emigriert ist, glaube am Kriegsende oder während des Krieges, set up the Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum when he moved to Birmingham from Crichton Royal Hospital in 1957. At its second meeting in Rome, I think in 1959, LSD therapy was discussed extensively and I introduced the term psycholytic, mind-loosening, to describe its action. Also von dort stammt der Begriff. Hauptsächlich geprägt wurde er aber von Professor Leuner, der in Göttingen gewirkt hat. Leuner hat dann eigentlich das Konzept der Einbettung von psycholytischen Erfahrungen in eine länger dauernde
tiefenpsychologisch orientierte Therapie eigentlich entwickelt. Also die psycholytische Therapie in seiner Ursprungsform zeichnet sich aus durch eine länger dauernde Psychotherapie, in die, sage ich mal, viele, also 10 bis 20 psycholytische Erfahrungen im mittleren Dosisbereich eingestreut oder eingebaut sind. Demgegenüber stand eben die psychedelische Therapie in Amerika, in den USA von Humphrey Osmond eingeführt, ganz ähnlich, auch eine Konferenz irgendwo in den USA, ich weiß nicht, Philadelphia oder wo auch immer, und da hat er diesen Begriff Psychedelic, also die Psyche offenbarend, im Gegensatz zu die Psyche auflockern, kein großer Unterschied, finde ich, rein von der Wortbedeutung her. Stanislav Grof hat es aufgenommen und natürlich dann weltberühmt gemacht, die Therapie. Das Konzept war insofern ein bisschen anders, dass es hier nur einige wenige oder auch nur eine ziemlich hochdosierte Sitzung gab, mit der Vorstellung, dass das einfach eben eine starke spirituelle Erfahrung macht und dass das eine Heilwirkung hat. Psychedelic wurde dann zu einem Adjektiv für diese ganze Hippie-Bewegung, die Psychedelic Art, also die Kunst. Und der Begriff wurde sehr breit, er wird aber im engen Begrifflichen für die Therapie auch immer noch gebraucht, wird mittlerweile auch in England gebraucht, dort spricht man nicht mehr von Psycholytic, also Psycholyse wird mehr oder weniger nur in unserem Deutschland, Schweiz, Österreich Sprachraum gebraucht. Und er hat zwei Nachteile. Zum Ersten ist dieser Begriff nicht so gut verständlich, das wissen nur Insider, was Psycholyse ist, im Gegensatz zu psychedelisch. Das muss man erklären. Sagen Sie, Psycho was? Psychoanalyse? Nein, Psycholyse. Ja, was ist das? Das ist eigentlich, das passiert häufig. Und zum anderen gibt es eine negative Konnotation. Ich denke, Rahel Nicole wird uns darüber noch berichten, dass eigentlich Psycholyse nur in der Presse kommt, wenn irgendetwas schief läuft. Es gibt kaum positive Meldungen und deswegen ist der Begriff halt stark belastet und man muss sich fragen, soll man einen Begriff, der negativ konnotiert ist, auch irgendwann verlassen und etwas Neues erfinden? Zum Beispiel hat Henrik Jungaberle in einem Buch, an dem ich auch mitschreiben durfte, den Begriff substanzunterstützte Psychotherapie vorgeschlagen. Sehr neutral, finde ich ein bisschen ein Problem, halt auch, weil eine Therapie mit Antidepressiva ist vielleicht auch eine substanzunterstützte Psychotherapie. Also es ist irgendwie zu neutral, zu wenig spezifisch. Wolf Mirko Weinreich hier unten links hat mal psycholytisch vorgeschlagen, als Zusammenzug von psycholytisch und psychedelisch, um zu sagen, er will damit sagen, wir machen heute ja ohnehin beides. Es ist die Reihenformen wie früher gibt es nicht mehr, es ist ein integratives Konzept. Das Wort selber ist ein bisschen halt ein Ungetüm, das man dann auch wieder erklären muss, das versteht auch niemand auf Anhieb. Es gibt andere Begriffe, entheogen, halluzinogen, entaktogen, bewusstseinsverändernd und andere mehr. Ich glaube, dieses Kapitel der Namensgebung ist noch nicht abgeschlossen. Zurück zur Forschung. 1993, 50 Jahre LSD, das ist eine komische Farbe. Das Buch ist rot, aber das ist vielleicht für Sie nicht so wichtig, aber irgendwie macht da der Beamer etwas Autonomes. 1993 gab es im Süden der Schweiz, in der Nähe von Lugano, eine Konferenz zu 50 Jahre LSD. Und dort haben zwei englische Forscher vorgestellt, was nach ihrer Auffassung zu einer wissenschaftlichen Forschung von diesen Substanzen, die in einer Psychotherapie eingesetzt würden, was da alles dabei sein müsste, um ein valables, gutes, solides Forschungsdesign oder ein Evaluationsdesign zu machen. Und sie lehnten eigentlich, und das war sehr wichtig, ihre Vorstellung stark an der Medikamentenforschung, an der klinischen Forschung mit Medikamenten an. Und sie sagen, dass man eigentlich eine placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelblinde Forschung machen müsse. Also ich werde Ihnen das erklären, was das ist, aber ein bisschen später. Jedenfalls für den Moment war eigentlich der Gedanke dort, und ich war auch auf dieser Konferenz, da war ich eben noch ziemlich jung, war doch schon dabei, es wurde mir klar, dass an dem kein Weg vorbeiführt. Wenn man
eine Bewilligung kriegen will, dann kann man nicht irgendetwas vorschlagen als Forschungsdesign, weil man muss einen ziemlich komplizierten Apparat durchlaufen am Bewilligungsverfahren, dass man eigentlich, man muss eigentlich eine Medikamentenprüfung machen. Das hat auch Nachteile. Wir werden darüber, ich werde Ihnen davon auch noch erzählen. Und dass es zum jetzigen Zeitpunkt, wo das ja ein Totalverbot ist noch bei dieser Substanz LSD, auch andere, Psilocybin, dass es eine Phase-2-Studie, bei diesen klinischen Forschungen unterscheidet man verschiedene Phasen, und die Phase 2 ist dort, wo ein Medikament am Menschen auf seine Wirkung hin erprobt wird, also Wirksamkeit und Sicherheit. Das würde man machen müssen. Dann gingen viele Jahre ins Land. Es in der Zwischenzeit ist die Forschung wieder erwacht. Ende der 90er Jahre begannen die Gruppe Roland Griffiths in Baltimore begannen mit der Psilocybin-Forschung. Anfang der 2000er Jahre ist dann auch MAPS gekommen und begann mit der MDMA-Forschung, mit der posttraumatischen Belastungsstörung. Und auch wir in der Schweiz versuchten, eine Psilocybin-Forschung auf die Wege zu bringen, die aber leider von der Ethikkommission mit ganz dummen Argumenten abgelehnt wurde. Unter anderem, oder vor allem, es wurde zum Beispiel gesagt, ja, es gäbe ja schon wirksame Behandlungen für Depression, wozu es denn noch so etwas gebrauche? Also das ist ja, und das Problem ist eben, man kann die Entscheide einer Ethikkommission nicht anfechten. Das ist eine Ermessensentscheidung, Risiko-Nutzen. Und wenn die sagen, das Risiko ist gegenüber vom Nutzen in einem schlechten Verhältnis, wir bewilligen das nicht, dann ist die Sache gestorben. So war es. Also, dann waren wir in der Depression für etwa 2-3 Jahre. 2006 ging es dann wieder bergauf, indem dass Albert Hofmann 100 Jahre alt wurde und es in Basel eine sehr große Konferenz gab mit, ich weiß nicht, 1500 Teilnehmern zu seinen Ehren. Und die trug den Titel eben LSD, Problem Child and Wonder Drug. Da kamen sehr viele Menschen nach Basel, unter anderem auch ich. Und auch noch Rick Doblin und eine Delegation von MAPS. Hier ein Foto aus dem Album. Ganz rechts außen, das ist hier, das ist Rick Doblin und da in der Mitte, das bin ich. Und auf diesem Spaziergang haben wir gesagt, ja, es wäre schon gut, wenn man wieder irgendetwas mit LSD machen könnte. Und Doblin hat gesagt, dass es für die USA aus seiner Sicht ausgeschlossen ist, eine Bewilligung für LSD zu bekommen. Das sei zu politisch, zu schwierig. Aber wenn wir in der Schweiz so etwas zustande bringen würden, dann würde er sozusagen für das Sponsoring dieser Studie sorgen und das Geld zusammentreiben. Nach diesem Symposium haben alle Referenten, auch Albert Hofmann, einen offenen Brief an verschiedene Gesundheitsministerien, unter anderem auch an das schweizerische Gesundheitsministerium geschickt, mit der Aufforderung, diese Forschung wieder zu ermöglichen. Die Antwort war kurz, aber sie war auch gut. Ich habe das da rausvergrößert. Der wichtige Satz ist der da in der blauen Blase. Also eigentlich grünes Licht. Haben wir gedacht, ja, wenn das ernst gemeint ist, dann fangen wir an. Und 1,5 Jahre später war es dann soweit. Die Bewilligung für diese Studie, die sich nannte LSD-unterstützte Psychotherapie bei Personen mit Angstsymptomatik in Verbindung mit fortgeschrittenen lebensbedrohenden Erkrankungen, eine doppelblinde, randomisierte, placebo-kontrollierte Phase 2 Dosis-Wirkungspilotstudie. Also dieses Ungetüm wurde bewilligt. Jetzt erkläre ich ein bisschen viel zu dieser Folie. Wir hatten uns natürlich gefragt im Vorfeld, mit welchen Patienten soll man das machen? Man kann ja irgendetwas, Essstörungen oder Alkoholiker oder Heroinabhängige oder ja irgendwie. Man muss sich in der Forschung halt irgendwie auf etwas beschränken. Wir haben dann es waren ja im Prinzip Krebserkrankungen, genommen, weil das in den 60er Jahren schon gemacht wurde, mit gutem Erfolg. Und dann sagten wir uns, wir schließen dort an, wo man schon mal war. Das war ein Grund. Der andere Grund war, dass in dieser existenziellen Situation viele Menschen bereit sind, eine außerordentliche Erfahrung zu machen, auch aus dem Gefühl heraus, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass die LSD-Therapie eine schnelle Therapie ist, die viel schneller geht als etwas anderes. Aber ich würde sagen, man kommt mit LSD schnell an die wichtigen Punkte.
Und deswegen ist sie meines Erachtens auch gut geeignet, um mit Menschen, die eben an solchen existenziellen Bedrohungen, also erkrankt ist das falsche Wort, die so eine existenzielle Bedrohung erleiden, ist es eben gut geeignet, damit zu arbeiten. Wir wurden natürlich auch gefragt, ja, habt ihr das gewählt, weil man bei denen nichts mehr falsch machen kann und die Normen nicht mehr so hoch sind, was ja eine zynische Vermutung ist. Und ich kann Ihnen sagen, es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Die Ethikkommission hat besonders rigoros gefordert, dass die Patienten zum Beispiel entscheidungsfrei sind. Sie sagten, keine Behandlungen auf dem Sterbebett. Man will sicher sein, dass die Patienten bei vollem Bewusstsein Ja und Nein sagen können und so. Also die Auflagen waren eher höher. Warum haben wir Angst gewählt? Sie wissen, also nicht Sie wissen, aber diejenigen in diesem Saal, die schon LSD genommen haben, die wissen, dass das ja nicht einfach ein angstlösendes Medikament ist wie ein Benzodiazepin. Aber wir haben uns gesagt, wenn jemand existenziell bedroht ist, hat er auch Ängste. Ja, praktisch alle Leute, die eine Krebsdiagnose kriegen, haben Angst. Das ist etwas ganz Normales. Alle Menschen, die nahe vor dem Tod sind, haben Angst. Und dann haben wir gesagt, wenn das eine gute Behandlung ist, dann werden sie am Ende der Behandlung weniger Angst haben. Sonst ist es keine, neben anderen Erfolgskriterien. Und Angst ist halt gut messbar. Da gibt es viele Fragebogen, das ist kein Problem, den Angstverlauf zu messen. Warum Pilotstudie? Eine Pilotstudie ist eine kleine Studie. Wir hatten einfach nur begrenzte Mittel. Von meiner Seite her, also mehr als 12 Patienten hätte ich auch gar nicht geschafft, glaube ich. Und auch das Geld, oder? Das Ganze hat 200.000 Franken gekostet. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, was Forschung kostet. Und es ist viel, wenn man kein Geld hat. Die Bewilligung waren, das muss ich vielleicht nur kurz sagen, es waren eigentlich drei Stufen. Zuerst die Ethikkommission, die das beurteilen musste, das war die höchste Hürde. Und dann die Heilmittelkontrollbehörde der Schweiz und dann am Ende noch das Gesundheitsministerium. Aber die zweite und dritte Instanz, die waren ziemlich formal, die haben das einfach nach formalen Kriterien abgehandelt und das ging dann schnell. Die Studie hat etwa 4 Jahre gedauert, obwohl es nur 12 Leute waren. Dauerte halt lange. Das hat verschiedene Gründe. Ich hatte über 100 Anfragen und viele sind dann aufgrund von Ein- und Ausschlusskriterien halt rausgefallen. Das war auch ziemlich rigoros, was man alles erfüllen müsste. Man musste zum Beispiel genügend Deutsch können, weil die Fragebogen halt auf Deutsch waren. Also alle englischsprachigen Anfragen mussten wir schon mal aus diesem Grunde ausschließen. Wir konnten die Studie regulär abschließen und sie wurde dann in 2 Publikationen auch verbreitet. Das sieht man, und man sieht es hier nicht so gut. Wenn jemand diese Publikationen haben will, kann er mich am Ende fragen. Ich kann ihm die Links angeben. Ja, hier sehen Sie das Zeitereignisdiagramm dieser Studie. Also mir war es ganz wichtig, dass es war eigentlich eine einfache Studie. Die Menschen erhielten 2-mal LSD am 21. und am 42. Tag. Dazwischen gab es nur, ich muss das ein bisschen erklären. Also hier in den gelben Balken, das sind die LSD-Sitzungen. Dazwischen gab es Psychotherapie-Sitzungen. Hier sind 7 eingezeichnet. Das ist ja auch nur, es ist eigentlich, kann man sagen, gar keine richtige Psychotherapie. Man hat das sehr verkürzt auf eine, sage ich mal, psychotherapeutische Begleitung. Natürlich auch aus Kostengründen, auch aus Zeitgründen. Je länger man eine Forschung durchführt, desto mehr Faktoren gibt es, die da irgendwie Einfluss nehmen können. Bei Bedarf konnten wir aber noch zusätzliche Gespräche machen. Nach etwa 3,5 Monaten fand eine Schlussuntersuchung statt. Und dann nochmal ein Jahr später, das ist nicht hier drauf, haben wir die Leute noch einmal interviewt. Und auch die Fragebogen haben sie noch einmal ausgefüllt, um zu schauen, ja, was ist eigentlich der Verlauf, wenn die Therapie vorbei ist. Das haben die noch gelebt haben, haben mitgemacht. Hier eine kurze Zusammenfassung, das müssen Sie nicht im Einzelnen anschauen. Ich möchte nur, es sind so die Merkmale der Teilnehmer, nur 2 Dinge. Das Durchschnittsalter war um die 50, das heißt, es waren eigentlich Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Das ist ja nicht verwunderlich, weil natürlich auch der Krebs eher eine Krankheit ist des zweiten Lebenshälfte. Heißt aber, wir hatten keine sehr jungen Patienten, die wir behandelt haben. Hier weiter unten in diesem gelben Balken
das fand ich auch interessant, 11 von 12 hatten noch nie LSD genommen. Also wir hatten eine große Gruppe von Leuten, die das zum ersten Mal hier erfuhren. Es war also nicht so, dass da erfahrene User vor allem sich gemeldet hätten. Auf dem nächsten Bild, auch hier nur, ist viel Information drauf, lassen Sie sich nicht verwirren, vielleicht nur das in den Balken. Also wir haben geschrieben, lebensbedrohende Erkrankung, und das heißt, der ist auch noch im Balken, das Lymphom. 9 von 12 hatten eine Krebserkrankung und 3 hatten andere schwere Erkrankungen, die eigentlich diese ganze Thematik vom frühzeitigen Tod, das ist ja, es ist ja nicht so wichtig, ob jemand Krebs hat oder AIDS. Es geht darum, um die Frage, muss ich früher aus dem Leben scheiden und wie bedroht mich das und was mache ich noch mit der verbleibenden Zeit, die mir zur Verfügung steht. Etliche hatten auch eine Angststörungsdiagnose. Es ist ja so, Angst ist nicht unbedingt eine Krankheit, die man dann als Angststörung diagnostizieren muss. Ich finde zum Beispiel, die Angst vor dem Tod, das ist ja keine Krankheit, das ist etwas ganz Normales. Und es ging in dieser Therapie auch nicht darum, den Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen, sondern zu lernen, damit umzugehen. Also ich finde, es gibt vielleicht schon Menschen, die keine Angst vor dem Tod haben. Das finde ich schön, aber die allermeisten haben Angst vor dem Tod und das ist auch in Ordnung so. Ich meine, es ist einfach so. Es ist keine Krankheit, die man wegbehandeln muss. Noch einmal zu diesem Angstfragebogen. Das war, ich habe hier die Vor- und Nachteile dieses Fragebogens. Das ist ein sehr verbreiteter Spielberger State and Trade Anxiety Inventory. Also natürlich die deutsche Übersetzung davon hatten wir. 2x20 Fragen, ein kurzer Fragebogen, 5 Minuten ist er ausgeführt. Er ist weit verbreitet. Er hat auch Nachteile, eben das, was ich gesagt habe. Wir messen hier spezifisch nur die Angst, aber das ist halt eine ziemlich beliebige Auswahl aus einer Therapie, was da alles passiert. Und besonders auch diese existenziellen Ängste, was ich gesagt habe, die Angst vor dem Tod, ist in diesem Fragebogen nicht abgebildet. Es geht da um unspezifische Ängste. Ja, dann, das ist das, was rausgekommen ist. Das sieht sehr schön aus, finden Sie nicht auch? Ich hoffe, Sie finden das auch. Also hier ist der Beginn der Therapie, da sind die Ängste auf diesem Level. Also es gibt da 2 Male Angstzustand und Angstzüge. Und dann geht das runter am Ende der Studie. Und das Tolle daran ist, auch nach 12 Monaten ist es noch hier. Es gibt eine kleine Einschränkung. Das alles ist nicht signifikant. Das heißt, es kann ein Zufallsbefund sein, weil die Fallzahlen zu klein sind. Das glaube ich zwar nicht, aber es heißt, nach dieser Pilotstudie werden wir noch eine größere Studie machen müssen, um zu zeigen, dass das hier nicht nur ein Zufallsbefund war. Zu den Nebenwirkungen. Nebenwirkungen waren wirklich, wir haben die gründlich erfasst, die mussten tägliche Aufzeichnungen machen, wie es ihnen geht und Nebenwirkungen aufschreiben und so. Und es ist wenig rausgekommen. Sie sehen, es waren insgesamt 22 LSD-Sitzungen, also 11 Patienten, 2 Sitzungen, gibt 22. In 22 Sitzungen, das häufigste, nämlich 10-mal, wurde Kältegefühl und Frösteln genannt. Das ist ja nicht eine schwere Nebenwirkung, da geben Sie mir sicher recht, oder? Und dann alles andere ist schon unter 5, oder? Das zweithäufigste war Gangunsicherheit. Ja, wenn man aufs Klo muss, muss man halt ein bisschen schwanken. Ist auch keine schwere Nebenwirkung. Und dann, ja, 4 gaben an, sie hätten Angst gehabt. Das gehört auch manchmal dazu. Wobei das gut beherrschbare Ängste waren. Es war kein Bad Trip. Oder eben Wut, Gefühle. Sowieso, ich meine, ich würde jetzt das Fühlen von Angst oder Ärger nicht als Nebenwirkung aufführen, sondern als Wirkung. Das ist ja eine Therapie und in einer Therapie kann man auch mal Angst oder Ärger spüren. Gut, zusammengefasst, Sie sehen, überall steht keine. Wir hatten keine Blutdruck- und Pulsveränderungen, keine schweren Nebenwirkungen, keine suizidalen Krisen, Psychosen oder dass man jemanden hospitalisieren müsste. Keine Nebenwirkungen in täglichen Aufzeichnungen. Also diese Nebenwirkungen, die Sie vorhin gesehen haben, die waren nach einem Tag natürlich vorbei. Das war dann nicht etwas, das blieb. Das war einfach nur auf den Tag der Einnahme beschränkt. Keine Bad Trips. Ich glaube auch, Bad Trips ist etwas, das gehäuft in nicht kontrollierten Settings vorkommt. Oder vielleicht
sage ich mal, auf einer Goa-Party ist es, wenn man in Angst kommt, ist es schwieriger. Hingegen in der Therapie bleibt man ja im Kontakt mit dem Patienten. Es wurden auch keine Flashbacks erwähnt und dann diese, finde ich, die schwerste Nebenwirkung, diese persistierenden Wahrnehmungsstörungen, die sind auch nicht vorgekommen. Ja, zu den Ergebnissen, was hat es gebracht? Also das wichtigste Ergebnis, denke ich, dass es das überhaupt gab, diese Studie, dass sie durchgeführt werden konnte und auch abgeschlossen. Alle Teilnehmer berichteten über persönlichen Nutzen, auch nach einem Jahr. Und die Behörden haben auch gesagt, dass es für sie gut verlaufen sei. Ich habe hier ein Zitat von der Person im Bundesamt von Gesundheit, der mir die Bewilligungen übermittelt hat oder sie auch ausgestellt hat. Und er hat geschrieben, alles in allem war es gut und von meiner Seite her kann man weiterfahren. Das hat mich sehr gefreut. Es gibt noch eine weitere positive Wirkung. Am Tag des Erscheinens der ersten Publikation war dann in der New York Times der Artikel zu diesem Thema. Und natürlich, wenn etwas in der New York Times erscheint, ist das ein Katalysator, das lesen viele andere Journalisten und dann wird viel darüber berichtet und das war eine positive Presse wieder einmal für LSD und das war ja erwünscht, das wollten wir ja auch. Ja, die Frage, wie geht es weiter? Das erste wird sein, weiterführende Studien. Die Forschung mit psychedelischen Substanzen, Psilocybin, mit LSD, mit Ayahuasca, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber da wird natürlich auch wahnsinnig geforscht und viel gemacht. Also, und das ist das Gute an Ayahuasca ist ja, dass es in einigen Ländern legal ist. Also das macht das Ganze sehr viel einfacher. Das ist, glaube ich, auch ein positiver Einfluss auf uns und unsere Arbeit. Mehr aus meinem Bereich habe ich hier 5 Studien nur so kurz rauskopiert, um Ihnen ein bisschen zu zeigen, dass etwas passiert. Also oben, das sind 2 Studien aus der Schweiz von Liechti und seinen Mitarbeitern. Er hat mit gesunden Probanden die LSD-Effekte noch einmal systematisch erfasst. Er hat auch mit modernen Labormethoden, was man in den 60er Jahren noch nicht konnte, das untersucht, also eine Grundlagenforschung. Zum Beispiel hat er gesehen, dass auch LSD den Oxytocin-Spiegel erhöht und Oxytocin ist ja das Bindungshormon, das hat man bei MDMA schon gesehen, dass das der Oxytocin erhöht, was uns fähig macht. Das ist ja das, was die Mutter braucht beim Stillen. Ein wichtiges Hormon in der Bindungsforschung, das wird auch mit LSD, ist also nicht so, dass LSD einen nur abdriften lässt in höhere Sphären, erst rein biologisch oder hormonell gesagt. Und dann 2 Studien aus England von Nutt und Carhart Harris über LSD enhances suggestibility in healthy volunteers, also dass es die Suggestionsfähigkeit erhöht, das ist ja auch keine bahnbrechende Erkenntnis, oder? Aber es ist wahrscheinlich das Gleiche wie mit meiner Studie. Das Tolle ist, dass man das machen konnte. Und dann die neueste Arbeit aus dieser Gruppe aus London mit dieser. Sie haben da LSD und bildgebende Verfahren gemacht, also Scans, wo man sieht, was passiert im Gehirn, wenn jemand LSD nimmt. Diese Lücke, die bestand noch. Das wurde für Psilocybin oder MDMA gibt es das schon, aber für LSD gibt es noch nicht. Ja, wie geht es weiter? Einzelfallbewilligungen. Es ist möglich, auch im Rahmen der bestehenden Gesetze, dass im Einzelfall die Behörde Ausnahmebewilligungen erteilt. Ich helfe zum Beispiel im Moment einem deutschen Mann, der in Hamburg wohnt, eine Bewilligung zu bekommen für eine Psilocybin-Behandlung. Und der ist damit im Dialog oder Streit, wie man das nimmt. Und er hat mich gefragt, ob ich da eine Expertise schreiben könnte. Es ist sehr schwierig in Deutschland. Ich habe so das Gefühl, man will das nicht. Man schiebt es immer weiter weg. Also wenn man findet immer ein Haar in der Suppe. Und dann sagen sie, ja, im Prinzip schon, aber das fehlt noch. Und dann macht man das und dann sagen sie, ja, okay, aber jetzt müsste man eigentlich noch das auch noch nachliefern. Das kann man ewig machen. In der Schweiz sieht es ein bisschen besser aus. Also da ist es im Einzelfall auch möglich, Bewilligungen für Therapien zu bekommen. Etwas Wichtiges ist
das, was hier geschieht, also Information und dann das nächste, Vernetzung, ich denke, das ist einfach auch ein Zeichen des Aufbruchs, finde ich, dass so viele Leute hier in Berlin sich versammeln und sich interessieren. Es gab eine große Konferenz in Amsterdam diesen Frühling, es gibt in London Breaking Convention, es gibt in den USA MAPS, die Ayahuasca-Fraktion hat regelmäßig große Treffen. Also ich denke, es gibt ein großes Maß an Vernetzung mittlerweile, die so wie eine kritische Masse schaffen, denke ich, für Veränderung. Dann ein großes Anliegen wäre für mich eine Ausbildung in dieser Therapie, und zwar eine legale. Nicht, weil ich glaube, dass die illegale per se schlecht wäre, sondern weil nur eine legale Ausbildung ermöglicht, darüber zu sprechen. Und es braucht Menschen, die darüber sprechen können. Und das ist nicht so einfach, weil das Gesetz eigentlich nur Forschung und Therapie erlaubt, ausnahmsweise, aber es gibt keine Ausnahmen für Ausbildung. Also die Frage ist, wie konnte man das irgendwie vielleicht mit einem Forschungsprojekt doch eine Ausbildung und so weiter. Das ist möglicherweise ziemlich kompliziert. Bin ich auch noch nicht sehr viel weiter. Dann meine Vision ist eigentlich die geregelte Verwendbarkeit dieser Substanzen. Das heißt, dass für, sage ich mal, ausgebildete Menschen es möglich wäre, diese Therapie anzuwenden. Und für das braucht es im Prinzip keine Gesetzesänderungen. Das ist im Rahmen der jetzigen Gesetze möglich. Das Einzige, was man machen müsste, ist, man nimmt LSD von der höchsten Betäubungsmittelstufe auf die zweit- oder dritthöchste. Dann ist es wie Morphium. Morphium kann jeder Arzt verschreiben, wenn die Indikation gegeben ist. Und wenn LSD auf dieser Stufe wäre, dann könnte man es tun. Und diese Einstufung, für das braucht es kein Gesetz. Dann kommen wir nämlich zum Letzten, die Legalisierung. Ich habe selbst keine Vision, wie das läuft, aber am Ende ist es vielleicht wie mit dem Mauerfall in Berlin, oder? Wenn man 1984 mit jemandem geredet hätte, ja, glaubst du, dass in 5 Jahren die Mauer fällt, dann hätten vielleicht die meisten Nein gesagt. Und dann plötzlich geschieht etwas, was man nicht vorhersehen kann. Vielleicht brauchen die Staaten viel mehr Steuergelder und merken, ja, wenn wir die Substanzen legalisieren, dann haben wir große Einnahmen und dann kommt es auf diesen Weg. Aber einfach ein politischer Prozess, der langsam Schritt für Schritt zur Legalisierung führt, glaube ich, das ist enorm schwierig. Enorm schwierig, da bin ich skeptisch. Ja, ich glaube, ich bin fast am Ende. Ich wollte noch ein klein etwas sagen, dass wir bescheiden bleiben sollen. Das überspringe ich jetzt und komme zum letzten Bild. Das ist alles in Rot vorzustellen. Nur um es nochmal zu sagen, ist viel schöner im Original. Irgendwie fehlt dem Beamer fehlt eine Farbe, glaube ich. Ich war vor 2 Wochen das erste Mal in meinem Leben auf einer Goa-Party oder Goa-Festival mit 56. Und es war wunderschön, es hat mir wirklich gefallen. Es war eine verbindende Erfahrung, es war toll, diese Inszenierung von Ekstase zu sehen, diese Mischung aus Bewusstseinserweiterung, dieser unglaublichen Musik mit einerseits einem Rhythmus, der einen zwingt, loszulassen und sich aufzugeben, und andererseits diese dreidimensionale Musik dann und das Dekor und diese Lichteffekte. Hat mir gut gefallen und es war wirklich verbindend. Es war etwas Verbindendes, weil ich ja aus der Therapieerfahrung komme. Und ich habe Joe Schraube gefragt, was er eigentlich mit NTO Science bezweckt. Und er hat gesagt, ja, er möchte auch ein Bindeglied sein zwischen verschiedenen Gruppen. Vielleicht auf der einen Seite auch Party-User, ich weiß nicht genau, wie sich da die Hörerschaft hier zusammensetzt. Die Untergrundtherapeuten, die das vielleicht ohne legale Möglichkeiten tun. Und dann ich als Vertreter eher jetzt dieser legalen Gebrauchs- und Forschungsgruppe. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Vortrag einen Beitrag dazu leisten konnte. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für den sehr spannenden und anschaulichen Vortrag. Wir haben noch
kurze Zeit für Pausen. Es geht ja dann gleich parallel in beiden Räumen weiter, sodass wir dann pünktlich Schluss machen müssen. Aber für Fragen wären jetzt noch etwa 5 Minuten Zeit. Ja? Sie? Ich glaube, Sie hatten sich zuerst gemeldet. Sie? Ja, oder Sie? Ich habe noch mal eine Frage wegen Ausbildung. Ja. Die Ausbildung, die Stan Grof anbietet für das holotrope Atmen und seine Schüler, ist ja an und für sich das, was dem bis jetzt am nahesten kommt. Ja, also Stan Grof bietet ja eine Ausbildung in holotropem Atmen an. Da kann man auch Erfahrungen im außergewöhnlichen Bewusstseinszustand machen, auf jeden Fall. Man kann auch viel Theorie sich aneignen, aber was dort fehlt, ist natürlich die Selbsterfahrung mit den Substanzen. Und ich glaube, man sollte keinen Menschen begleiten auf einer LSD-Erfahrung, ohne selber eine LSD-Erfahrung zu haben. Und es gibt jetzt auch in den USA 2 Ausbildungen, glaube ich, für psychedelische Therapie, aber die sind auch rein theoretisch. Das ist schon ein großer Schritt, das ist eine tolle Sache, aber es fehlt eben noch etwas. Also, hallo. Hallo? Hört mich? Also ich würde gerne kurz erwähnen, dass es doch eine Ausbildung gibt, und zwar ganz um die Ecke von Ihnen, bei Dr. Samuel Widmer. Ja, das finde ich ist eben das Problem, weil Sie sagen etwas, das Sie eigentlich nicht sagen dürfen. Es gibt Samuel Widmer macht keine legalen LSD-Behandlungen, das bestreitet er auch, und er ist nicht irgend in einer Form dafür, wie soll ich sagen, belangt worden. Also das finde ich eben das Problem. Die Ausbildungen, die in einem nicht legalen Kontext stattfinden, über das können ja die Ausgebildeten nicht sprechen. Die können nicht sagen, ich kann mit LSD therapieren, weil ich bei Dr. Widmer in der Ausbildung war. Ja, das glaube ich. Das finde ich auch mutig von Ihnen, wenn Sie das tun. Aber ich finde, wenn das jemand von sich aus tut, dann ist das okay. Aber ich kann ja nicht sagen, ich biete eine illegale Ausbildung an und dann müssen Sie dann darüber sprechen und auf Kongresse gehen, damit sich das möglichst verbreitet. Sondern ich suche einen Weg auf der legalen Richtung, dass Menschen, junge Berufskollegen, ich bin jetzt schon älter, das auch für die Zukunft machen können, dass ihnen auch im Bewilligungsprozess, um jedes Mal auch selber anwenden zu können, hilft. Und da, glaube ich, hilft eben vor allem eine legale Ausbildungsmöglichkeit. Das ist einfach meine Meinung. Es gibt andere Meinungen, das ist schon klar. Mich hätte nur ganz kurz interessiert, wie lange die Patienten vorbereitet wurden, ja, bevor sie die LSD-Erfahrung gemacht haben. Ja. Ja, Sie haben es in diesem Zeitereignisdiagramm gesehen. Die Vorbereitungszeit war sehr kurz. Es waren im Prinzip 2 Gespräche. Und das ist wirklich sehr kurz. Und für mich war es sehr wichtig zu spüren, ob ich eine Beziehung aufbauen kann mit jemandem. Und ich fragte dann die Leute auch mehrmals, ob sie sich das vorstellen können, ob sie alles gefragt haben, was sie noch nicht gewusst haben. Also man versuchte, finde ich, nicht unbedingt groß Therapie zu machen, oder ich versuchte nicht groß Therapie zu machen, sondern mehr eine verlässliche Beziehung zu etablieren. Und wenn ich ein gutes Gefühl hatte, dann konnten wir loslegen. Ja, also die Frage ist, beim Placebo-Arm gab es auch LSD. Das ist eine sehr interessante Frage, könnte ich eine Viertelstunde darüber sprechen. Oder das Problem bei der Placebo-Forschung ist ja, bei einer so hochwirksamen, psychologisch hochwirksamen Substanz wie LSD, weiß man ja sehr schnell nach einer Stunde, wissen der Patient und der Therapeut, hat der Patient LSD oder nicht. Und ein Placebo soll ja das nicht unbedingt, der Witz an der Placebo-Untersuchung ist ja, dass man es nicht weiß. Dann haben wir gesagt, ja gut, wir geben ein kleines bisschen LSD, 20 Mikrogramm, ein Zehntel von der vollen Dosis, dann haben die Patienten vielleicht ein klein bisschen LSD-Wirkung, das verwirrt sie dann ein wenig und dann wissen sie nicht, ob sie Placebo haben oder nicht. Das war eine schlaue Idee, aber es hat nicht funktioniert. Also. Ja, sondern, also
eigentlich diejenigen, die ein klein bisschen LSD-Wirkung hatten, hatten das vielleicht für 5 bis 10 Minuten. Also ein Patient hat mal gesagt, ich hatte so ein Poster in der Praxis, und dann hat er gesagt, ja, er habe dann so durch dieses Fenster hindurch rausgeschaut im Poster, und das war schon eine kleine Wirkung, LSD-ähnlich, sage ich mal, aber eben das hat 5 Minuten gedauert, und ihm selber war dann auch klar, das war nicht eigentlich die wirksame Substanz. Weil das Interessante war ja, wir hatten so viele Leute, die noch nie LSD hatten, also die wussten ja schon nicht, worum es ging, oder? Aber der Unterschied zwischen LSD und nicht ist halt so eklatant, dass man das nicht mit Placebo machen kann eigentlich. Gut, also, vielen Dank.